Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig Tutorial. In dieser Folge geht es um den Instrument Layer, ein Instrument Device oder ein Container Device, mit dem man verschiedene Instrumente, die man übereinander gestapelt hat, auswählen kann und immer eins zur gleichen Zeit spielen kann. Wie das funktioniert und was man da alles machen kann, das zeige ich euch jetzt. Legen wir los. So, das ist der Instrument Selector, so wie er leer ist. Und gehen wir einfach mal über das Device. Wir haben hier einen Ein-Ausschalter. Dann gibt es hier die Presets. Dann der Name des Devices, das man hier im Inspektor auch ändern kann. Dann gibt es die Fernsteuerung, die nicht vordefiniert sind. Und die Modulatoren kann man einfügen. Und dann geht es schon zu dem Device. Das sieht relativ unspektakulär aus, kann aber eine ganze Menge. Und zwar steht hier oben erstmal Empty. Was das bedeutet, da komme ich jetzt gleich mal drauf. Mit dem Plus hier kann man jetzt ein Device reintun. Ich nehme jetzt einfach mal, wenn ich richtig schreiben kann und die Tasten richtig treffe, nehme ich jetzt einfach mal einen Polymer. Jetzt habe ich hier einen Polymer drin und dann wird mir hier angezeigt, dass hier der Polymer ausgewählt ist. Ich dupliziere das Ganze jetzt ein paar Mal. Was vielleicht, vielleicht hier nochmal was anderes reinschreiben. Schreiben wir hier mal Hallo rein. Und hier schreiben wir Welt rein und hier schreiben wir dann nochmal Linux rein. So, jetzt habe ich einmal Polymer, Hallo Welt Linux. So, und die kann ich mir jetzt alle anzeigen und immer dort, wo der Punkt ist, ist das aktuelle Instrument ausgewählt. So, wenn ich das nächste auswähle, spiele ich immer noch das hier. Ich muss hier auf den Punkt klicken, bis dass ich das Instrument auswähle. Jetzt mache ich hier mal so ein bisschen ein anderes Instrument, also einen anderen Klangfarbe, damit man das ganz gut hört. Hier mache ich mal einen anderen. Sowas in der Richtung. Und Linux bekommt jetzt ein Swarm. So, das heißt, ich kann die jetzt alle übereinander stapeln, alle in einer Spur und kann die dann einfach auswählen, wie ich möchte. Also, und das sind diese ganzen Devices, die ich hier reinpacken kann. Und dann gibt es hier noch den FX-Container, wo ich dann für alle Devices, Instrumente, die ich hier drin habe, zum Beispiel noch einen Reverb oder nehmen wir lieber mal einen Delay 2 rein. So, also ich kann die immer nur ein Instrument zu einer Zeit spielen. Und wenn das Instrument nicht spielt, dann hat es hier so diesen Halbmond und ist dann erstmal inaktiv. Wenn der Vollmond wieder da ist oder der ganze Punkt, dann spielt das wieder. So, dieses Device kann jetzt aber noch wesentlich mehr. Und zwar, wenn ich hier vorne auf den Device-Kopf klicke, dann ist im Inspektor hier dieser zusätzliche Bereich da. Und der steht auf Manual, also manuell. So, und wenn ich hier draufklicke, kriege ich eine riesige Auswahl an verschiedenen Möglichkeiten, was ich hier einstellen kann. Also Manual ist, ich klicke auf das nächste Instrument, auf den Knopf hier und dann spiele ich dieses Instrument. Na? So. Ich kann aber auch aus verschiedenen Wegen oder aus verschiedenen Algorithmen auswählen. Free Robin, Round Robin, Free Robin, Free Voice, Random, Random Other. Das heißt, hier wird nach bestimmten Kriterien einfach der nächste Layer ausgewählt. Dann das Free Voice ist zum Beispiel, dass ich mit den Noten in einem Clip auswählen kann, welches Instrument gespielt wird. Das heißt, ich kann mir verschiedene Oktaven in einem Clip aussuchen und jede Oktave wird von einem anderen Instrument nacheinander gespielt. Das heißt, was hier auch steht, ist ganz wichtig. Ich kann jetzt nicht plötzlich alle drei Instrumente gleichzeitig über verschiedenen Oktaven spielen, sondern immer die Note, die als erstes kommt, die wählt das Instrument, das Layer. Und wenn dann eine neue Note kommt, wird eventuell ein neues Layer ausgewählt. Also ich kann die immer neu hintereinander abspielen. Die klingen zwar dann aus, also werden nicht abgeschnitten,
aber eben immer nur ein Instrument zur exakt gleichen Zeit spielbar. Dann gibt es was Interessantes hier, Key Switches und Key Switches. Ich gehe jetzt mal auf das, das habe ich mal vorbereitet. Bei Key Switches ist folgendermaßen, ich habe hier drei Instrumente drin. Und wenn ich hier Key Switches eingestellt habe, dann bietet er mir drei Tasten auf dem Keyboard an, also auf der Klaviatur, die ich auswählen kann und da kann ich dann hoch und runter schieben, wie ich das möchte. Das heißt, ich kann jetzt auf der Klaviatur selber, wenn ich jetzt die C2-Taste drücke, wähle ich dieses Instrument aus. Wenn ich jetzt Cis auswähle, dieses Instrument und wenn ich D auswähle, ist dieses Instrument ausgewählt. Das heißt, ich kann während dem Spielen ohne mit der Maus an den Computer oder ohne zusätzliche Controller-Geschichten zu definieren, kann ich an einem Punkt meines Keyboards, entweder ganz unten, ganz oben oder auch in der Mitte, wenn es denn ist, kann ich auswählen, welches Instrument ich gerade aktiv haben möchte. So, das ist eine ganz, ganz schöne Geschichte, gerade wenn man, ich sag mal, so ein Set an Instrumenten, die man ganz gerne spielt oder was vorbereiten will, in so einen Instrumentenlayer reinpacken will und man befindet sich immer so ungefähr auf den gleichen Oktaven oder im gleichen Bereich oder hat eine große Tastatur und dann kann man eben mit dieser Klaviatur oder dieser Tastatur kann man diese Instrumente umschalten, ohne die Spur wechseln zu müssen oder irgendwie die Maus anfassen oder irgendwo was anderes rumdrehen. Man weiß ganz genau, an der Stelle sind diese Instrumente und man kann im Prinzip dann, keine Ahnung, 10, 20, 30 verschiedene Instrumente dort definieren und kann die einfach mit der Tastatur oder mit der Klaviatur umschalten. So, und nach dem Key Switches gibt es dann noch die andere Möglichkeit, dass ich das über CC oder Programm Change Nachrichten direkt von MIDI-Geräten oder von einem Computer aus verändere. Das geht natürlich auch. Das heißt, ich habe mit diesem Instrument Layer eine riesige Möglichkeit, verschiedene Instrumente nacheinander zu benutzen, anzusteuern oder per Zufall sie auswählen zu lassen, um eine Melodie spielen zu lassen. Das war schon mit dem Instrument Layer. Relativ kleines Device, ziemlich mächtig und man kann das für wirklich nette Geschichten benutzen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere den Kanal oder vielleicht gib mir einen Daumen nach oben oder und. Alles oder und, drücke die Glocke, erzähl von diesen Videos, teile sie weiter in deinen sozialen Netzwerken, wenn du sie gut fandest. Und natürlich, wenn du sie gut fandest, dann würde ich mich freuen, dich hier wieder zu sehen. Kommentiert unter dem Video, schreibt, was ihr damit macht. Mich würden zum Beispiel interessieren, ob ihr das benutzt und wenn, wie ihr das benutzt. Das ist immer ganz interessant, weil wenn Leute, die sowas benutzen, auch darüber sprechen, lernen andere Leute davon. Und das wäre in der Community ziemlich wichtig. Ja, und ansonsten gibt es hier auf dem Kanal noch die Diskussionsseite. Das ist eine Seite, die jetzt nicht ganz so bekannt ist, aber da kann man auch noch mal so ein bisschen diskutieren, unabhängig von den Videos. Da könnt ihr auch reinschauen, reinschreiben, kommentieren oder wie auch immer. So, jetzt ist aber gut und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten oder beim vorherigen Video wieder und bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.